Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Hämorrhoiden können ganz schön nerven. Sie tun weh, sie können bluten, sie können jucken, sie können brennen. Gerade wenn man lange gesessen hat, zum Beispiel auf dem Weg in den Urlaub. Dabei sind ja Hämorrhoiden an sich eigentlich gar keine Krankheit. Sie gehören zum Körper und erfüllen ihren Zweck. Aber wenn sie eben Ärger machen, dann kann man etwas dagegen tun. Bei mir ist Dr. Dieter Telker. Er ist leitender Arzt der chirurgischen Klinik an der Asklepios Nordseeklinik auf Sylt. Schön, dass Sie Zeit haben, Dr. Telker. Sie sind Chirurg. In welcher Situation kommen denn die Patienten zu Ihnen? Wir müssen das unterscheiden. Zum einen kommen die Patienten als Urlauber. Zum anderen behandeln wir in unserer Asklepios Klinik auch die Bewohner von Sylt. Da gibt es zwei verschiedene Standpunkte, muss man sagen. Zum einen der Bewohner, der mit einem chronischen Leiden kommt. Zum anderen der Urlauber, der mit akuter Beschwerdensymptomatik unsere Klinik aufsucht und Hilfe sucht. Ja. Und der Urlauber, hätte der denn tatsächlich die Möglichkeit, innerhalb seines Urlaubs dann auch sich von diesem Leiden von Ihnen behandeln zu lassen, befreien zu lassen? Ja, natürlich. Also es ist so, dass die Terminvergabe bei Beschwerden kurzfristig läuft. Das heißt, ein Anruf im Sekretariat genügt, damit wir einen Termin vereinbaren können. Wir gucken uns dann den Patienten an, das Leiden an und besprechen dann mit ihm, was wir am besten machen können und in welcher Zeit wir das natürlich auch machen können. Ja, wie läuft denn das normalerweise ab? Also ich komme dann, ich habe diesen Termin gemacht, ich komme dann zu Ihnen, bleibe ich gleich da für eine Begutachtung? Oder wie funktioniert das? Die Begutachtung, die erfolgt sofort. Das heißt, ich unterhalte mich mit dem Patienten, höre, was für ein Leiden der Patient zu diesem Zeitpunkt hat, wie lange es schon geht. All die Sachen werden zusammengetragen, dann wird der Patient untersucht, noch in der gleichen Sitzung. Und es wird festgelegt, ob eine Akuttherapie erforderlich ist oder ob man eine Therapie planen muss oder ob sogar eine ambulante Therapie möglich ist, die auch durch den Hausarzt weitergeführt werden könnte. Und wenn man sich entscheiden würde, es bei Ihnen dann zu machen, dann geht man erstmal wieder nach Hause nach der Untersuchung, beziehungsweise ins Hotelzimmer? Genau. Wir nehmen den Patienten heutzutage immer erst am Operationstage auf. Die Vorbereitung machen wir in dem Fall ambulant, besprechen den Termin anhand der Vorstellung des Patienten natürlich direkt dann vor Ort und versuchen das auch so einzurichten. So dass man durchaus so nach 10 Tagen, 2 Wochen wieder nach Hause fahren könnte? Ja, ich denke schon, dass dieser Zeitpunkt realistisch ist. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Leiden der Patient hat. Aber das ist eine realistische Vorstellung, ja. Dann sind wir jetzt bei der Diagnose. Wie Sie denn nun feststellen, was er hat? Also Hämorrhoiden, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, sind ja eigentlich gar keine Krankheit, sondern sind ja eigentlich ja Blutgefäße. Genau. Bei Hämorrhoiden handelt es sich um Gefäßkonvolute, das heißt Ansammlungen von Gefäßen, venösen als auch arteriellen Gefäßen, die praktisch ein Feinverschluss des Analkanals zusammen mit dem Schließmuskel erwirken und dort auch dazu führen, dass halt Winde nicht so abgehen, dass der Patient kontinent ist. Ja, genau. Also, ja. Dass er auch weiß, sind es jetzt Blähungen oder genau. Ist es genau. Doch ein größeres Geschäft, ja. Ne, dass er das auch so unterscheiden kann. Und warum fangen die an zu jucken oder weh zu tun und zu bluten? Das passiert dadurch, dass der Verschlussmechanismus in dem Sinne gestört wird, dass die Gefäßversorgung sich verändert. Das heißt, der Blutabstrom ist gestört. Das heißt, dadurch schwellen diese Hämorrhoidalgefäße an. Und dieses bewirkt halt die sogenannten Hämorrhoiden, was normale Organe sind, aber dadurch resultiert ein sogenanntes Hämorrhoidalleiden. Und wenn jetzt also der Patient zu Ihnen kommt und Sie sagen, ah, da muss ich mir jetzt mal angucken, wie das Ganze bei Ihnen aussieht, dann machen Sie das, glaube ich, auch mit diesem Gerät, das Sie uns da mitgebracht haben, ja, genau. Haben, ich habe hier so ein kleines Gerät mitgebracht. Das ist ein Proktoskop. Mit diesem Proktoskop, das führe ich in den Analkanal ein, nehme hier
den Dorn raus und schließe hier noch ein Lichtleitkabel an. Ja. Dadurch kann ich dann komplett den Analkanal inspizieren, sehe die Ausprägung der Hämorrhoiden und sehe in dem Fall, wie ich operativ auch vorgehen kann. Weil manchmal ist es ja gar nicht erforderlich, Patienten zu operieren. Ja. Das heißt, Patienten können auch, wenn die Ausprägung nicht stark ist, durch Umstellung der Ernährung diese Hämorrhoiden schon behandeln lassen. Mhm. Allerdings, wenn sie ausgeprägter sind, muss natürlich eine stadiengerechte Therapie gemäß den Leitlinien erfolgen. Ja. Und jetzt bei der Diagnose, kann es auch sein, dass Sie eine Darmspiegelung machen müssen? Ja, das ist natürlich abhängig vom Alter des Patienten. Eine Darmspiegelung ist sicherlich angebracht bei Patienten, die älter als 40 Jahre sind. Dort ist eine komplette Darmspiegelung im Vorfeld sinnvoll, um neben dem Hämorrhoidalleiden, neben den Blutungen über die Hämorrhoiden auszuschließen, dass auch eine Dickdarmerkrankung oder sogar ein Dickdarmkrebs vorliegen kann. Und das kann nur durch eine komplette Dickdarmspiegelung erfolgen. Ja, was ja für viele nicht so angenehm wirkt, aber was sind schon quasi, ja, also der Vorteil wäre ja dann daran, dass man quasi die Vorsorge schon mit erledigt, ne? Die zehnjährliche Darmspiegelung. Ja, genau. Die Vorsorge ist damit erledigt. Ja, genau. Wenn Sie jetzt also feststellen, dass Hämorrhoiden vorliegen und Sie als Chirurg überlegen, wie Sie das jetzt operieren können, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es da? Wir versuchen natürlich immer möglichst minimalinvasiv zu operieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit mit Hämorrhoidalarterienligaturen, das heißt Umstechung in der Gefäßversorgung der Hämorrhoiden tätig zu werden. Zum anderen ist es aber auch möglich, dass wir Hämorrhoiden mit einer bestimmten Laserbehandlung behandeln. Das ist die sogenannte Laserhämorrhoidoplastie, so nennt man das. Das heißt, man gibt Energie ab in den Hämorrhoidalknoten, der verschrumpelt praktisch und dadurch bilden sich die Hämorrhoiden zurück, sie ziehen sich zurück. Klingt so schön, um wahr zu sein. Ja, es ist auch so, dass es ein minimalinvasiver Eingriff in dem Sinne ist. Die Erfolgsquoten bei diesem Eingriff liegen bei 75-85%. Der Vorteil ist, man kann in relativ kurzer Zeit, zum Beispiel nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wenn man sieht, nein, es ist doch nicht komplett weg, nochmal diese Behandlung wiederholen. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn außerdem? Man hört doch auch, dass da dass etwas abgeschnürt wird, zum Beispiel. Eine Ligatur, dass man die... Das ist die sogenannte Hämorrhoidalarterienligatur. Ja. Das heißt, dort wird im Bereich der Gefäßversorgung eine Umstechung gemacht, zusätzlich mit einer Raffnaht noch, diesem sogenannten Rectoanal Repair. Das heißt, es wird zusätzlich eine Naht gemacht, um diese nach vorne gefallene Hämorrhoide praktisch zurückzudrücken. Ja. Und ist das eine aufwendige Operation? Das ist eine nicht so aufwendige Operation wie das Wegschneiden von Hämorrhoiden. Es ist auch ein minimalinvasiver Eingriff, der in einer Kurznarkose gemacht werden kann und der für den Patienten nicht belastend ist. Und wo ist der Nachteil? Der Nachteil ist tatsächlich in der Gefahr des Wiederauftretens. Schneidende Verfahren haben halt die geringste Wahrscheinlichkeit, dass Hämorrhoiden oder das Hämorrhoidalleiden wieder auftritt. Ja. Das ist der Nachteil an diesen Verfahren. Mhm. Der Vorteil ist, dass sie halt minimal invasiv sind. Ja, und vielleicht genau und auch nicht so eine starke OP-Belastung haben. Aber trotzdem ist es, glaube ich, schon wichtig, auch über diese schneidende Therapie zu sprechen, also über eine echte Operation. In welchen Fällen tun Sie das denn? Die schneidenden Verfahren kommen vor allem bei ausgeprägten Hämorrhoidalleiden zur Anwendung. Das heißt, die Hämorrhoiden werden ja in 4 Stadien eingeteilt, von 1 bis 4. Wenn das halt ein Stadium 3 bis 4 ist,
hat sicherlich die schneidende Art, das heißt die Verfahren nach Milligan-Morgan und nach Ferguson, so nennt man diese beiden Verfahren halt, nach dem Begründer dieser Operationstechnik, haben dort ihre Vorteile. Zum einen werden dann die kompletten Gefäßkonvolute herausgeschnitten. Bei dem einen Verfahren macht man noch zusätzlich eine Schleimhautnarbe Deckung. Bei dem anderen Verfahren lässt man das halt komplett offen. Und das ist also sozusagen eine OP, die auch richtig blutig ist. Ist die, was heißt das für mich als Patient, der da liegt? Wie lange dauert das? Naja, blutig ist übertrieben. Wir versuchen natürlich, das möglichst blutarm zu operieren. Es gibt mittlerweile ja spezielle Schneidgeräte, die halt bewirken, dass es nicht mehr blutet. Mhm. Das sind speziell von der Industrie vorgefertigte bipolare Klemmen, die man anwendet, die halt direkt das Gewebe verschweißen über Energie, sodass es nicht zu Blutungen kommt, sodass auch diese Verfahren nicht mehr blutende Verfahren sind, wie man vielleicht früher das gesehen hat. Passiert das unter Vollnarkose? Ja, das ist ein Verfahren, die schneidenden Verfahren sollte man unter Vollnarkose oder über eine spezielle Lokalanästhesie, über sogenannte Sattelblöcke durchführen. Aber ich würde die Vollnarkose präferieren. Ja, und da unten, also in diesem körperlichen Bereich am unteren Ende des Rumpfes, da kommen ja eine ganze Menge von verschiedenen Funktionen zusammen. Gibt es da ein Risiko bei so einer Operation? Das Risiko, was bei den Patienten am meisten eine Rolle spielt, ist natürlich die Inkontinenz. Man muss sagen, die Inkontinenz ist zu vernachlässigen. Die Stuhlinkontinenz. Ja. Die ist zu vernachlässigen. Wenn man schichtgerecht präpariert, lässt man den Schließmuskel liegen. Das heißt, man tangiert den gar nicht bei der Operation, sodass die Gefahr einer Schließmuskelverletzung sehr, sehr gering ist. Und wie geht das danach weiter? Also wie lange muss ich dann liegen? Wann kann ich aufstehen? Wie lange bin ich im Krankenhaus? Aufstehen können Sie direkt nach der Operation. Es ist so, früher wurden richtige Tamponaden in den Analkanal eingeführt, die praktisch den Hohlraum abgedrückt haben. Heutzutage wird das alles in resorbierbaren Schwämmen gemacht, die sich selbst auflösen. Der Patient kann direkt nach der Operation aufstehen. Wir beobachten den Patienten natürlich kurz stationär. Das heißt, 1-2 Tage wird der Patient stationär verbleiben, um eben auch die Risiken der Nachblutung halt zu minimieren. Aufstehen darf er sofort. Der Patient bekommt sofort was zu essen. Er bekommt eine ausreichende Schmerzmedikation und geht dann in der Regel 2 Tage nach diesem Eingriff nach Hause. Und danach ist Essen erlaubt und Sitzen erlaubt? Essen, Sitzen sofort nach dem Eingriff erlaubt, ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!